Live Talk Radio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, das ist schön, ihr Lieben, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Montagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, ruft an unter 0800 220 5050 oder meldet euch zum Beispiel per E-Mail unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Betty. Betty ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hi. Betty, um was geht's? Ja, es geht, das ist merkwürdig, hier zu sprechen. Und zwar habe ich meine Beziehung mit einem jungen Mann, welcher verheiratet ist. Welcher verheiratet ist? Ja. Ja. Und noch dazu auch zwei Kinder hat. Und zwei Kinder hat? Ja. Mhm. Mit dem hast du eine Beziehung? Affäre nennt man das, glaube ich. Affäre nennt man es, ja. Ja. Wie lange schon? Knappes halbes Jahr. Ja. Ja. Und jetzt ist meine Frage, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, weil der Punkt ist, also ich meine, ich lerne ja trotz allem andere Männer auch kennen. Ja. Er lebt in Paris. Oh, so weit weg. Ja. Warum? Warum lebt er in Paris und warum lebst du hier? Nein, wie kommt es, dass ihr euch dann kennengelernt habt? Er arbeitet hier. Achso, er arbeitet. Ja. Ist er Franzose? Ja. Wow. Mhm. Cool. Ja. Wie alt ist er denn? 37. 37? Ja, im guten Mannesalter, ne? Ja. Ja. Perfekt, würde ich sagen. So, du wohnst irgendwo in Deutschland. Ja. Er wohnt in Paris, dann sind ein paar hundert Kilometer dazwischen. Ja. Und du lernst hier in Deutschland noch andere Männer kennen. Ganz genau. Und worauf läuft die Frage jetzt hinaus? Ja, die Frage läuft insofern auf das hinaus, dass ich ja auch irgendwie, wie gesagt, andere Männer kennenlerne und ich mache mir halt Gedanken, ist halt, ob das irgendwo moralisch ist. Ich meine, wenn ich mit anderen Männern, weiß ich nicht, jetzt ein bisschen kuschel oder vielleicht auch mehr oder was, ja, der Geier. Ja. Ich bin da halt immer im Zwiespalt. Ich lerne andere Männer kennen. Verstehe. Oder ich treffe andere Männer, die ich schon kenne. Und er hat eine Frau, er hat zwei Kinder. Er lebt in Paris. Ja. Dann finde ich es absolut durchaus moralisch, wenn du auch dein Leben hier führst. Ich fände es nur gut, man steht einfach besser da, wenn du ihm das dann auch erzählst. Damit muss er dann halt leben, so wie du auch damit leben musst, dass er eine Frau und zwei Kinder hat. Nur der Punkt ist ganz einfach, dass irgendwo fühle ich doch, dass es, also mir ist es irgendwo schon ernst. Mhm. Und für mich ist es mehr als nur mal eben nett. Und ich weiß nicht, ich habe dann schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann irgendwie andere Männer bei mir habe. Und gut, das ist jetzt natürlich die Frage, welche Perspektive du darin siehst. Ist es für dich nur eine Affäre und soll auch eine Affäre bleiben? Oder, du hast es gerade angedeutet, stecken da ernsthaftere Absichten hinter? Ja, das ist für mich auch die große Frage. Ja? Und wenn da ernsthaftere Absichten hinterstecken, gut, dann ist es natürlich wahrscheinlich aber auch gar nicht so in deinem Interesse und in deiner Lust, sich überhaupt auf andere einzulassen, oder? Ja, nur andersrum denke ich mir auch, ich will mir da nicht... vielleicht will ich mir da auch ein Hintertürchen offen halten für den Fall, dass er ist halt ganz einfach, ich meine, er ist irgendwo glücklich mit dem, was er in Paris auch hat. Und sagt er? Ja. Mhm. Ja. Warum hat er dich denn? Das ist die große Frage. Hast du das versucht rauszukriegen? Ja, aber er kann mir dazu auch keine Antwort geben. Nee, er sagt dir natürlich auch nicht die Wahrheit. Weißt du, wenn, nehmen wir mal an, es wäre, was oft in solchen Fällen der Fall ist, es wäre eine reine Sexgeschichte. Oder eine sexuelle Faszination. Wir wollen es gar nicht so runterreden. Ja. Das sagt man dem anderen dann ja auch nicht so. Das ist bei uns aber auch nicht der Mittelpunkt, ganz ehrlich. Also bei uns ist es eher, wir haben auch wochenlang einfach nur uns gesehen, oder die Wochenenden vielmehr, und haben im Bett gelegen und gelacht und gequatscht. Wir reden quasi von morgens bis abends und haben Spaß in allem Möglichen. Aber Sex spielt da eigentlich die wenigste Rolle. So. Ich meine, es kommt vor, aber es ist nicht bei uns der Mittelpunkt. Ich meine, ein halbes Jahr ist ja nur auch schon immerhin eine Zeit. Ja. Was sagt er denn? Wie denkt er sich das? Was bist du ihm? Was äußert er sich dazu? Wir reden da quasi ständig drüber. Das ist immer ein heißer Diskussionspunkt bei uns. Und?
was das damit uns ist. Ja, und es gibt Tage, an denen es kam auch schon vor, dass er hier gesessen hat und wirklich zusammengebrochen ist und geweint hat und gesagt hat, hey, ich zerbreche in zwei Welten und wenn ich nach Hause komme, ist es wie ein Band, das mich nach Hause zieht. Meine zwei Kinder, wenn ich die dann höre, wenn die da lachen und Quatsch machen, das zieht ihn einfach nach Hause, aber sobald er mit mir telefoniert, wird alles ganz kompliziert. Mhm. An anderen Tagen sagt er ganz einfach, ja, Betty, das, was es ist, das ist okay, aber es kann einfach nicht mehr sein oder er kann mir halt noch nicht sagen, was daraus wird, aber so wie es jetzt ist, ist es einfach nur nett. Also, er hat beide Eisen im Feuer. Im Klartext. Ja. So. Wie stark bist du verliebt? Oh. Oh, hast du eine Frage? Ja, die Frage stellt er mir auch immer. Aber ihm gebe ich dazu eigentlich auch nie eine Antwort. Aber mir musst du sie geben. Mir musst du es ehrlich sagen. Ja, dem muss ich sie ehrlich sagen. In Frankreich wird er uns jetzt nicht hören. In Paris. Ja, will ich ja mal hoffen. Ja. Es ist schon mehr, als ich will. Mhm. Aber dennoch ist da sowas, ich bin hier in Deutschland und ich würde ganz vielleicht mit anderen Jungs auch irgendwas machen. Das ist ganz einfach bei mir, ich glaube, es ist auch so eine Schutzfunktion. Ich will andere Männer kennenlernen und ich will, dass wenn er mir irgendwann sagt, Betty, das wird mir zu viel und ich will das nicht mehr, dass ich dann ich glaube, dass das fast eine ganz, ganz gesunde Reaktion ist, deinerseits, die gut ist, dass du die hast. Manch einer gerät dann irgendwann in so eine Abhängigkeit von so einer solchen Affäre. Ja, davor habe ich Angst. Ja, dass man da nicht rauskommt. Ich würde mal einfach ganz frech und frei sagen, mach es. Mach es einfach. Ich finde es nicht unmoralisch. Erstmal, ganz eindeutig, ich finde es nicht unmoralisch. Lass es mal darauf ankommen. Leb das mal. Und dann gucken wir weiter, wie es in ein, zwei Monaten sich entwickelt. Vielleicht machst du dann ja die Erfahrung, nee, ich kann das nicht. Der ist mir schon so wichtig. Vielleicht erfährst du durch einen solchen Versuch noch mehr über deine Gefühle, die du eigentlich zu diesem Typ in Paris hast. Hm. Kann ja sein. Ja. Indem du dich auf andere einlässt und sagst, nein, ich kann es nicht. Ich kann es wirklich nicht. Es ist mein Mann, der sitzt in Paris. Oder? Was mache ich denn dann? Dann müsste ich doch aber eigentlich die Sache in Paris ja schon beenden, oder? Wenn es zu ernst wird. Dann musst du ihn mehr oder weniger, wenn es dann so weit kommt, vor eine Alternative stellen. Zumindest die Alternative andeuten, dass die bald auf ihn zukommt. Es kann aber auch sein, dass du dich auf andere einlässt hier und merkst, oh Gott, ja, die deutschen Jungs sind auch klasse. Ne? Und vielleicht relativieren sich die Gefühle auch zu Paris. Wer weiß, man weiß es nicht. Ich würde sagen, einlassen, versuchen. Und das, was dann in 4, 5, 6, 8 Wochen passiert, das diskutieren wir dann. Okay. Und dann wirst du mich anmailen und dann reden wir wieder. Alles klar. Ich werde genau wissen, wer du bist. Betty, das ist die mit dem Lover in Paris. Okay? Ja. Okay, ich danke dir. Alles Liebe, tschüss. Ja, tschüss. Volker, 42 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Volker. Das ist echt witzig jetzt. Ich gucke jetzt gerade im Fernsehen, diese Sprachverzögerung. Ja, das sagen die Leute immer oder ganz oft, wenn die dann dran sind. Um was geht's denn bei dir? Ja, um Vergewaltigung. Aber nicht im eigentlichen Sinne, sondern mehr so, wie soll ich sagen, ich habe eine Lebenspartnerin seit einem Vierteljahr. Ja. Wir sind eigentlich glücklich so. Ja. Und die Lebenspartnerin ist vergewaltigt worden? Bitte? Die Lebenspartnerin ist vergewaltigt worden? Nein. Sie möchte gerne, dass ich sie vergewaltige. Ach so, als sexuelle Spielart? Ja. Ach so. Und das ist mein Problem, da komme ich irgendwie nicht mit klar. Mhm. Wann hat sie dir das gesagt, dass sie das gerne möchte, dass sie darauf steht? Anderthalb bis einen Monat, schätze ich mal so 4 bis 6 Wochen. Ja. Wie stellt sie sich das denn vor? Wie soll das abgehen? Ja. Wie stellt sie sich das vor? Ich weiß es selber nicht, weil ich es eigentlich gar nicht kann. Also sie hat dir gestanden, dass sie irgendwie so ein Thrill empfindet bei der Vorstellung, zumindest in einem Spiel vergewaltigt zu werden. Mhm, irgendwie. Ja. Hat dann dir aber nicht weiter erklärt, wie dieses Rollenspiel, wäre dann ja ein sexuelles Rollenspiel, wie das abgehen soll. Das hat sie nicht weiter gesagt, wie sie es sich vorstellt. Ja, so wie es eigentlich in der Vergewaltigung irgendwie ablaufen soll, denke ich mal. Also brutal? Überraschend für sie? Überraschend
wahrscheinlich nicht, weil sie sich darauf einstellt, aber für mich ist es irgendwie nicht annehmbar, diese Sache. Für dich ist das überhaupt kein Thema, dich in so eine Rolle rein zu versetzen? Mhm. Mhm. Kann ich irgendwie nicht. Mhm. Das ist mein Problem. Mhm. Ich finde eigentlich, das ist kein Problem. Ich finde es eigentlich toll, dass du es nicht kannst. Ich könnte es auch nicht. Also wenn mir, und wenn die Liebe und Verbindung zu dem Partner noch so groß wäre, ich könnte es auch nicht. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich ja machen soll. Und aber ich liebe die Frau irgendwie. Also. Hat sie dir denn ein bisschen darüber erzählt? Wie alt ist sie? 33. 33. Hat sie dir darüber erzählt, ob sie Erfahrungen hat? Ob sie mit anderen Partnern das schon gemacht hat? Gar nicht. Sie war auch verheiratet. Entschuldigung. Sie war auch verheiratet. Ich war auch verheiratet. Hab 4 Jahre alleine gelebt. Ja. Sie hat auch 2 Jahre alleine gelebt, hat aber auch ihre Erfahrungen gemacht, dann eben halt in der Beziehung mit anderen Männern und so weiter. Aber sie hat eigentlich so, bevor wir uns kennengelernt haben, hat sie nie einen Orgasmus gekriegt. Mhm. Und nachdem sie mit mir zusammen war, so nach 3-4 Wochen, vorher hatte sie mir gesagt, sie konnte das nie und auf einmal ging's. Und jetzt will sie das? Und jetzt will sie das. Ihr redet aber nicht so richtig darüber, ne? Mag ich schon. Also du weißt nicht, wir reden eigentlich ganz gut. Ja, aber du weißt ja nicht, wie sie auf, du weißt nicht genau, wie sie sich das vorstellt. Du weißt nicht genau, warum sie und wie sie auf die Idee gekommen ist. Ja, das ist richtig, ja. Weißt du denn, wie wichtig ihr das ist? Oder ist das einfach nur so eine Idee? Ja, das weiß ich nicht, Domian. Ja, solltest du vielleicht mal fragen. Hast du ihr denn klar zu verstehen gegeben, das ist nicht mein Ding, kann ich nicht? Ja, hab ich. Wie hat sie darauf reagiert? Ja, sie kann das durchaus verstehen, aber sie hat es trotzdem gerne. Ne? Ja, aber das ist jetzt der ganz wichtige Punkt. Klar, sie hätte es trotzdem gerne. Aber kann sie darauf verzichten? Kann sie dich so verstehen, dass sie sagt, okay, abgehakt, ist so eine Schrulle in meinen Gedanken gewesen, muss ich nicht haben, soll uns nicht weiter belasten. Das ist ja wichtig zu erfahren. Oder bohrt das so sehr in ihr, diese Fantasie, dass sie irgendwie doch irgendwie erleben will mit dir. Und dann wird es zur Belastung für euch. Das ich denke mal, dass sie vielleicht darauf verzichten könnte. Ja, das musst du sie fragen. Das musst du ganz klar rauskriegen. Das musst du ganz klar rauskriegen, wie elementar dieser Wunsch bei ihr ist. Was da für eine Sexualität vielleicht aber sich... Warum kommt so ein Wunsch auf? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist das Schlimmste eigentlich, was einer Frau passieren kann. Ja. Aber ich weiß, dass es immer wieder solche Wünsche gibt bei Frauen. Und wenn man das in einem Rollenspiel betreiben kann, ist es ja auch okay, wenn beide da klar in ihren Rollen sind. Aber ich verstehe es letztendlich auch nicht. Aber ich verstehe auch nicht, wie man Spaß daran hat, sich denn den Arsch versohlen zu lassen beim Sex. Es gibt ganz viele Bereiche in der Sexualität, die kann man einfach nicht nachvollziehen. Die sind so individuell gestrickt. Du musst mit deiner Partnerin reden, wie wichtig ihr das ist. Wenn ihr das wirklich sehr wichtig ist und sie nichts anderes vielleicht nach einem Jahr im Kopf hat, als das mal zu erleben, dann müsst ihr gemeinsam zu einer Beratung gehen. Damit, aber so ist der Sex doch eigentlich in Ordnung bei uns. Ja, aber offensichtlich fehlt ihr irgendetwas. Ja. Das ist der Punkt, Volker. Mhm. Also, erkunde, wie wichtig ihr das ist. Mhm. Und wenn ihr das wirklich sehr wichtig ist, wenn du den Eindruck hast, dann mach ihr gleich selbst den Vorschlag. Ich komme damit nicht klar, lass uns gemeinsam zu einer Beratung gehen. Ja, das ist aber schwierig mit dir, denke ich mal. Ja, aber was wollt ihr denn machen? Dann lebt ihr nebeneinander her und irgendwann knallt und dann ist es kaputt. Ja, das möchte ich auch nicht so gerne. Ja, aber immerhin bemühst du dich ja, du rufst an, du thematisierst die ganze Sache und du machst ja schon mal was, finde ich gut. Mhm. Also, geh mal so jetzt vor und wenn es Probleme gibt, meldest du dich nochmal. Mhm. Okay. Okay? Mhm, danke. Alles Gute, Volk. Danke. Tschüss. 0800, ihr Lieben. Das ist ja unsere heiße Nummer, die kostenfrei für euch geschaltet wird jede Nacht. 0800 220 50 50 oder ihr meldet uns unter domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? Im Radio bei 1Live und im WDR Fernsehen. Mario, 26 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen, guten Morgen.
Hallo Mario. Du hast dein Handy irgendwie in der Nähe. Ja, genau. Nee, ich höre es, dieses düdüt, düdüt, düdüt. Um was geht's? Bitte? Ich höre da so Geräusche, so Handygeräusche. Ja. Wir fangen mal an mit dem Gespräch. Um was geht's denn, Mario? Ja, um sehr heikles Thema. Und zwar bin ich promiskuitiv. Du bist promiskuitiv? Ja. Das heißt, du hast unendlich viel Sex? Ja. Mit Frauen oder mit Männern? Beides kann man sagen. Mit beiden? Aber mehr mit Frauen. Ja. Mit wie vielen Menschen in deinem Leben, du bist 26 Jahre alt, hattest du denn schon Sex? Weißt du das? Kann ich nicht mehr zählen. Wann fing's an? In welchem Alter? Es ist so, ich fange mal in der Kindheit an. Ich wurde als Kind sexuell missbraucht von einer Frau. Mhm. Wer war das? Die Großtante. Was hat die gemacht? Also ich war noch ein Baby. Es war so von anderthalb, zwei Jahre bis 13 ging es ungefähr. Bis 13? Ja, es ging ein bisschen in die Pubertät rein. Also es war ganz komisch. Also es war mit Hintern abwischen, mit Finger reinstecken, im Bett schlafen, mit befummeln und also... Woher weißt du, dass das so früh angefangen hat? So lange kann man sich ja gar nicht zurückerinnern. Ich habe sehr viel Therapie in meinem Leben gemacht. Ja. Dafür. Also ich habe, es fing so an, ich habe 1996 das erste Mal eine Psychose bekommen. Ja. Eine paranoide endogene Psychose mit so affektiven Störungen. Oh. Und da wusste keiner, was los ist. Also ich habe mich zurückgezogen, ich hatte Angst. Ich habe nichts mehr gegessen und getrunken. Da wusste kein Arzt mehr weiter, weil er mich ins Krankenhaus gebracht hat. Dann war ich erstmal in der Psychiatrie 14 Tage. Also ich mag schon, diese Informationen sind Resultat langwieriger psychotherapeutischer oder psychiatrischer Betreuung. Genau. Ja. Diese Frau hat dich missbraucht bis zu deinem 13. Lebensjahr. Hat sie dich zum Geschlechtsverkehr später, als du etwas älter warst, gezwungen? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Mhm. Also ich weiß, das ist ja dieselbe Frau mit dem Mann, den sie verheiratet ist, die meine Mutter missbraucht hat. Also der Onkel, das ist mein Großonkel, meine Mutter, ihr Onkel. Meine Mutter ist dort groß geworden, in der Familie. Und der hat sie richtig sexuell missbraucht und ich wäre beinahe durch den sexuellen Missbrauch entstanden. Hat denn deine Familie oder deine Mutter, dein Vater, haben die was davon mitbekommen, was dir widerfahren ist? Meine Mutter konnte erst mit 35 darüber sprechen. Die hat es uns erst mit 35 gesagt. Aha. Und ich bin der Einzige aus der Familie, der noch hingegangen ist zu der Familie. Ah, das heißt, während deiner ganzen Kindheit und der Zeit, als es passiert ist, warst du damit, wie es bei den meisten der Fall ist, ganz alleine. Ja. Hat sie dir gedroht auch, wenn du irgendwas sagst, dann mache ich das? Die haben mich gefüttert. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Von Autos später dann bis... die haben dich bestochen. Geld. Ja, die haben Geld ohne Ende. Mhm. Die sind reich. Mhm. Mit Erbe, ich werde mal Erben, Haus kriegen, die Landschaften, Grundstücke. Wie kam es dann, dass es dann in deinem 13. Lebensjahr aufgehört hat? Durch meine erste Freundin. Das habe ich mich abgenabelt. Ah ja. So, das ist jetzt die traurige Vorgeschichte von der Entwicklung, die du gerade am Anfang genannt hast, nämlich, dass du mit irrsinnig vielen Menschen Sex hast. Ja. Also wenn ich gehe auch mit meiner Freundin in Swingerclubs und Pärchenclubs, hat selber schon einen Club geleitet. Ja. Und da ist es manchmal so, dass ich manchmal 8 bis 10 verschiedene Frauen an einem Abend habe. Das heißt, du hast im Moment auch eine Beziehung? Ja. Ja? Und die Freundin weiß auch Bescheid, dass du mit vielen anderen Menschen Sex hast? Die ist dabei, ja. Aber die weiß halt noch nicht alles. Was weiß sie denn nicht? Dass ich auch noch mehrere Geliebte habe. Mhm. Mit denen ich mich treffe wegen dem Sex. Kannst du denn, wenn du schon nicht sagen kannst, wie viel Menschen du in deinem Leben Sex hattest, kannst du denn sagen, wie viel du ungefähr so in der Woche hast? Also wenn ich keine Frauen habe in der Woche, also ich habe, dann habe ich mit mir selber Sex. Also dann weit über 10 Mal Selbstbefriedigung in der Nacht, am Abend halt. In einer Nacht 10 Mal hintereinander Selbstbefriedigung? Ja, also mit kurzen Pausen, aber dann alles weiter, ja. Okay, aber wie viel Partner in der Woche ungefähr? Ungefähr, durchschnittlich. Ich will mir ein Bild machen. Wir waren jetzt vorgestern im Club, da waren es halt 3 nur, ja. Mhm. 3 Frauen, weil nicht so viele Frauen da war. Aber ich bin auch schon in einen Saunaclub gegangen und habe dort 500 Euro für die Frauen ausgegeben, weil ich 10 Frauen hatte, innerhalb von 7 Stunden. Das heißt also, sagen wir mal so, in den letzten 10 Jahren, du bist jetzt 26, sagen wir mal, in den letzten 10 Jahren werden das mehrere hundert, viele, viele hundert Menschen gewesen sein. Denke ich schon, ja. Ich will damit nicht angeben und ein Bild zu machen, wie gravierend das ist, was du da Also ich denke mal, es wird schon weit über die 300-400 gehen, ja. Mhm. Mhm. Und wenn keine Frauen da sind, dann auch Männer oder wie läuft das?
Ja gut, das habe ich halt rausgefunden durch meine andere Beziehung, die war auch bi, die Frau, und die wollte halt, ich habe das halt auch so ein bisschen, mich hat das gekickt, und, aber ich sag mal, ich bin dann mehr so der Aktive, also ich würde mich nie von den Mann hinten nehmen lassen. Ja. Ich blas halt gerne und immer von meinem Mann von hinten, aber mehr wird auch nicht passieren. Wenn man so irrsinnig viel Sex hat, kann man da noch von Spaß reden oder ist das eine wirkliche Sucht? Ja, ich schon, also mir macht das Riesenspaß. Also, dir macht es Spaß? Ja. Ich bin auch sehr dominant in der Beziehung dann, also hast du Probleme damit? Nö. Warum rufst du an? Bitte? Warum rufst du denn an? Nee, ich meine wegen dem Dominantproblem jetzt. Nein, ob du Probleme damit hast, dass du so viele Sexpartner hast, dass du so viel Sex brauchst. Ja, weil dann halt auch die Beziehungen scheitern dadurch, ne? Also ich sag mal, die Frauen können damit nicht umgehen, dass ich so einen starken sexuellen Drang habe. Wie lange bist du mit deiner jetzigen Partnerin zusammen? Drei Jahre fast. Und parallel laufen immer diese anderen Welten noch dazu? Ja, genau. Vieles weiß sie, aber einiges weiß sie eben auch nicht. Ja. Aber immerhin weiß sie viel und toleriert das auch. Warum sagst du ihr nicht alles und legst alles auf den Tisch? Weil sie dann doch eifersüchtig wäre. Verstehe ich nicht. Ja. Warum ist sie dann eifersüchtig, obwohl du so auch schon so ganz viele Sachen nebenher laufen hast? Ich sag mal, sie findet das auch gar nicht so gut mitzugehen in den Swingerclub. Also sie lässt sich meistens dann immer so überreden mehr. Und dann ist halt schon voll bei der Sache dabei, weil wir auch Tausch machen, Partnertausch. Mhm. Das heißt also, wenn sie ganz frei entscheiden würde, würde sie ganz selten in den Swingerclub gehen? Ja, am liebsten gar nicht mehr jetzt. Am liebsten gar nicht. Das heißt, du bist der Zier. Bitte? Du bist der Zier letztendlich dafür. Der Tier? Ja, du ziehst sie dahin. Du ja, genau, ja, das Tier. Ich habe eben Tier verstanden. Ja, ja. Ja, also ich würde am liebsten jeden Abend dahin gehen, ja. Mhm. Also ich würde jeden Abend dorthin gehen und ich wäre glücklich, wenn da immer 10 heiße Frauen wären. Mhm. Ja. Und dann würde ich das dann auch, dann hätte ich richtig Spaß mit denen. Ja, ich denke ja immer, wenn ich solche Menschen höre oder auch persönlich kennenlerne. Ja. Das, für mich ist immer das allererste Kriterium, leide dir darunter. Du sagst nein. Es gibt Leute, die so eine Sucht entwickelt haben nach Sex, die gar keinen Spaß mehr haben am Orgasmus. Und also ich habe das schon noch, ja. Ich habe diesen Kick dabei. Ich habe es verstanden, ja. Aber die andere Frage ist dann immer für mich, warum sind diese Menschen dann auch noch in einer Beziehung? Es ist doch völlig okay. Weil ich auch die Nähe brauche. Ich bin ein Gefühlsmensch. Ja, ich möchte eine Familie haben bald, ja. Ist mir völlig klar. Ist mir völlig klar. Ich denke mal, eine Frau kann mir das nicht geben, was ich brauche. Nee. Ist mir völlig das schafft die gar nicht. Das ist mir völlig klar, was dahinter steckt. Aber da fängt dann letztendlich auch die Moral an und die Disziplin an, dass man sich eigentlich für einen Weg entscheiden muss. Entweder bin ich der Hengst und mache ab Spaß daran und das ist völlig in Ordnung, finde ich, wenn man so lebt. Mhm. Oder ich gehe halt in eine Beziehung und wenn ich eine Frau habe, die ich liebe und die das nicht will, dann muss ich mich der anpassen, verdammt noch. Also ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich eine neue Partnerin habe, dann werde ich sie auch sehr stark reduzieren. Dann meist mir lieber selber, anstatt ich dann jetzt sie betrüge. Ja. Ja. Aber nur. Weil ich denke mal, das ist ja nicht so schlimm, wenn man sich selber macht. Ich sag mal, ist sowieso generell Selbstbefriedigung ist sowieso eine sehr gute Sache. Man lernt seinen Körper sehr gut kennen. Ja, ist klar. Da ich auch Tantra-Schulen besucht habe und sowas schon, also ich kenne meinen Körper sehr gut. Ich habe auch sehr gute Orgasmen. Kann das denn sein, dass bei dir, ich will jetzt hier nicht in der Küche psychologisieren, aber ich frage dich trotzdem, du weißt mehr über dich, weil du dich schon beschäftigt hast. Kann das sein, dass dieser extreme Trieb, wie auch immer, seine Ursächlichkeit mit dem sexuellen Missbrauch hat? Ich denke, dass ich damit das alles überspiele, ja. Meine Gefühle überspiele. Mhm. Haben ja auch schon Psychologen gesagt, Psychologinnen. Weil ich ja auch schon seit 1996 Therapie mache, deswegen. Und immer noch, auch jetzt zur Zeit, immer noch in einer Therapie bist? Jetzt nicht mehr. Nicht mehr? Mhm. Nein. Mhm. Weil ich auch beruflich viel unterwegs bin und dann geht das halt nicht so einfach. Mhm. Ist natürlich eine schwierige Sache, wenn du so lange schon in Therapie warst, werde ich dir da sowieso gar nichts sagen können. Ich kann dir das nur von außen, einer normaleren Sichtweise. Und ich sag mal, in dem Beruf, wo ich unterwegs bin, habe ich auch viele Künstler kennengelernt. Ich bin in der Showbranche tätig, die auch promiskuitiv sind und auch diese manisch-depressive Krankheit haben. Ja? Ja. Was ich vorhin sagte, dass man sich dann entscheiden muss letztendlich oder sollte für den einen oder für den anderen Weg. Ist dir das irgendwie zugänglich? Bitte? Ist dir das zugänglich, dieses Argument? Das ist mir zugänglich, ja. Weil beides geht irgendwie nicht. Das ist die Quadratur des Kreises. Du kannst natürlich nicht letztendlich eine Beziehung zu einer Frau haben, die Geborgenheit, die Innigkeit, die Intimität. Die Treue haben will, ja. Genau. So. Und aber auf der anderen Seite dieses andere Leben führen. Obwohl ich auch treu sein kann. Ich hatte eine Beziehung gehabt mit einer 46-jährigen Frau und da war ich auch ein Dreivierteljahr treu gewesen. Gut, aber bist du jetzt nicht in deiner jetzigen Beziehung? Nein. Ja. Woran liegt das? Ist die Liebe nicht mehr so intensiv?
Ich sag mal, sie ist auch mehrere Zeit lang anschaffen gegangen. Mhm. Und hatte halt auch sehr extreme Sachen schon erlebt, ja, was dann Sex angeht. Aber ich sag mal, ich habe ja so die Wege dafür in Türen geöffnet. Mhm. Jetzt nicht wegen dem Anschaffen, das habe ich erst später rausgefunden, ja. Wo ich sehr enttäuscht war, ja. Ja. Und weil sie halt da auch ein bisschen Dummheiten gemacht hat und nicht auf sich aufgepasst hat und so. Na gut. Ich weiß und ich sage jetzt, bin jetzt mal so vermessen und sage, es gibt keinen Tipp, wie man diese beiden Welten unter einen Hut kriegt. Gibt es ja. Nicht. Damit musst du einfach leben. Da müsste ich am besten mit einem Psychologen nochmal sprechen. Da weiß auch kein Psychologe Bescheid. Dann sagt der Psychologe dir, okay, dann versuchen Sie, wenn Sie sich für die Partnerschaft entscheiden, ja. Dann müssen Sie, und da wird es wieder psychologische Tipps und Tricks geben, wie kriege ich diesen sexuellen Drang in den Griff? Ja, was aber dafür musst du dich erstmal entscheiden, was du willst. Und dann kommt der Psychologe dran. Ja, aber ich krieg das nicht in den Griff. Ich hab jeden Abend oder jeden Tag das Bedürfnis, Sex zu haben. Ja, gut. Dann trenn dich von deiner Freundin. Oder entscheide dich nochmal für eine Therapie, um dieses genau zu ergründen. Das ist die Lösung. Mhm. Und jetzt sprichst du nochmal mit meiner Psychologin. Einverstanden? Wer ist das heute Abend? Elke. Elke, gut. Ja, Mario. Dann danke ich dir, Jürgen. Und alles Liebe, Mario. Ich wünsche dir was. Ne? Danke, dir auch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Melanie, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Melanie. Ja, wir bleiben ja fast gleich beim Thema, würde ich sagen. Oh, oh, oh. Ich arbeite als Prostituierte. Du arbeitest als Prostituierte. Genau. Und meine Frage ist einfach, also wie viel muss ich mir da gefallen lassen? Also ich habe keinen Zuhälter. Mhm. Aber ich arbeite in einem Club, wo man halt einen Chef hat, der das Ganze organisiert und so weiter. Mhm. Ich arbeite auf Lohnsteuerkarte und alles legal und so weiter. Also das ist nicht das Problem. Ja. Aber der Unterschied zu einem, ich sag mal, normalen Job ist ganz einfach, man wird am Abend Cash ausgezahlt. Ne? Mhm. Das heißt, man gewöhnt sich sehr schnell daran, nicht auf das Ende des Monats zu warten, mhm. Und von dem Geld im Monat zu leben, was man im Monat davor verdient hat, mhm. sondern man lebt sozusagen von der Hand in den Mund. Ne? Ich muss ja kurz fragen, du sagst auf Lohnsteuerkarte mhm. und jeden Abend wird das Cash ausgezahlt. Halten die dann gleich diese ganzen Abzüge, die damit verbunden sind mit Lohnsteuerkarte ab oder wie geht das? Also ich habe da nicht hundertprozentig den Durchblick, aber ja, wir sind fest angestellt auf ein eingeschätztes Gehalt. Ah ja. Na gut, das führt jetzt auch zu weit, wenn wir das hier steuerlich auseinanderfassen. Ja. Also ich habe da nicht so die Ahnung von, da gibt es einen Steuerberater für und da gibt es... Gut, ich habe jedenfalls verstanden, dass du jeden Abend dein Geld genau, wenn ich gearbeitet habe, kriege ich das Geld und nehme es mit. Das heißt, man gewöhnt sich ganz einfach daran, dass man wirklich das Geld ausgibt, was man gerade verdient hat. Ja. Mit wie viel Geld gehst du so ungefähr abends nach Hause? Das Nacht? Ist komplett unterschiedlich. Mal ist es wirklich gar kein Geld, mal sind es 100, mal sind es 200 Euro. Mhm. Ja. Ich arbeite jetzt auch nur am Wochenende mhm. und von daher sind es vielleicht im Monat, also es ist echt unterschiedlich. Mal sind es im Monat 500, mal sind es 1000 Euro. Ja, ja. Was machst du die Woche über? Ich studiere. Du studierst? Ja. Wenn ich fragen darf, was? Das möchte ich nicht so gern sagen. Ich möchte hier nicht zu viel sagen, was die Identität des Clubs oder so weit oder so. Oder deine. Meine Identität sowieso. Ja. Gut, also könnte. Eine Studentin. Genau. So, und also, die Grundfrage war, was darf ich mir gefallen lassen? Richtig, also es ist ganz einfach so. Man gewöhnt sich halt daran, nicht auf Ende des Monats zu warten, bis man das Geld bekommt, mhm. sondern man lebt sofort mhm. Von dem Geld. Mhm. Daher ist der Ausstieg einfach wahnsinnig schwierig. Vor allem, wenn jetzt die letzten Monate oder so sehr schlecht liefen, konnte mhm. man nichts zurücklegen. Wie lange machst du das denn schon? Ich würde jetzt sagen, dreiviertel Jahr ungefähr. Ah ja, das ist ja noch nicht lang. Das ist noch nicht lang, nein. Aber es tauchen halt Probleme auf. Und bei uns läuft eigentlich alles super, nur Chef hat halt Launen. Mhm. Und im Prinzip ist es eine, man muss sich einfach diesen Launen so unterwerfen. Also die Einstiegsfrage gerade war, was darf man sich gefallen lassen? Richtig. Als Prostituierte. Richtig. Als Hobby, na Hobby nicht, als Nebenerwerbsprostituierte. Sag mal so ein Beispiel, wo du sagst, darf ich mir das gefallen lassen? Zum Beispiel. Also es ist ganz einfach so, es ist ein Beispiel, was jetzt halt vorgefallen ist. Ich mache alles für diesen Club. Ich springe ein, mhm. wenn jemand anderes nicht kann. Ich mhm. Fahre hin, wenn es Schlüsselprobleme gibt. Mhm. Also wenn ich angerufen werde, bin ich da, um halt den Club am Laufen zu halten. Ja. Und ich bin halt heute auch extra arbeiten gegangen. Wie gesagt, ich arbeite eigentlich nur am Wochenende. Ja.
Und ich habe meine 8 Stunden gehabt und wollte dann gehen. Und dann hieß es, nee, du kannst nicht gehen. Mhm. Und dann meinte ich, ja, wieso kann ich denn jetzt nicht gehen? Ja, ich dachte, du bleibst bis 24 Uhr, jetzt bleibst du bis 24 Uhr. Mhm. Im Prinzip wurde ich gezwungen, bis 24 Uhr zu bleiben, weil sonst hätte ich meine Sachen packen können und gehen können. Ja. Ich hatte einen anderen wichtigen Termin, den musste ich absagen, ja. Weil... Nein, ich bin über die arbeitsrechtlichen Rechte einer Hure, bin ich nicht so informiert. Ja. Wahrscheinlich, wenn du im öffentlichen Dienst arbeiten würdest oder weiß ich wo, könntest du genau sagen, nee, pass auf, jetzt nicht, dieses ist jetzt erfüllt und ich kann das nicht auch noch machen. Es gilt ja im Prinzip einfach als Dienstleistungsgewerbe. Es ist ja, seit es legal ist, soll es ja alles viel besser sein. Das Problem ist nur, nach wie vor hat mich der Chef in der Hand, weil er im Prinzip mich direkt auszahlt. Mhm. Also da ich kann ja keinen neuen Job anfangen, dann habe ich ja einen Monat lang kein Geld. Ich würde ja sagen, ich lege mir was zurück, aber wenn die letzten Monate so schlecht waren, dass man im Monat von 400 Euro gelebt hat, davon kann ich mir nicht auch noch was zurücklegen. Und, also nun pass mal auf. Mhm. Ja, pass mal, du bist 21 Jahre alt, du bist Studentin. Richtig. Du machst das seit einem Dreivierteljahr. Mhm. Du regst dich jetzt darüber auf, dass ihr Mädels da nicht so super korrekt behandelt werdet oder vielleicht auch keine Rechte einklagen könnt. Mhm. Und das nervt dich. Das mag ja alles sein. Da kann ich dir auch keine Auskunft geben, welche Rechte du hast und wie du da vorgehen kannst. Aber ich kann dir was ganz anderes sagen. Wenn dir das so sehr auf die Nerven geht, dann geh da raus. Und such dir was anderes. Nee. Komm mir nicht an mit, ich verdiene kein Geld und ich habe sonst keinen anderen Job. Tausende von Studenten, mich eingeschlossen früher, haben irgendwie gejobbt und haben ihr Geld verdient. Und das kannst ja nicht du das auch. Problem. Das ist ja nicht das Problem. Ich habe kein Problem damit, morgen loszugehen und einen anderen Job anzunehmen. Ja. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber dann kriege ich das Geld erst am Ende des Monats. Ich kriege ja keinen Job. Ja, dann ist es halt so. Aber was soll ich denn in dem Monat dazwischen machen? Das ist ja genau der Punkt. Dadurch hat mein Chef mich in der Hand. Der Monat dazwischen, da habe ich dann null. Wenn du heute aufhören würdest. Richtig. So, dann wann kriegst du dann dein Geld? Dann würde ich wenn ich heute aufhören würde und morgen einen neuen Job anfangen würde, dann würde ich wohl mein erstes Gehalt am 1. Januar kriegen. Ja, genau. Und was mache ich bis dahin? Ja, da musst du dich halt irgendwie durchwursteln. Null? Ach, du lieber Himmel, Melanie. Also, was meinst du, wie viele Leute genau vor diesem Problem stehen? Dass sie vielleicht irgendwie ein paar Wochen überbrücken müssen. Dann kaufst du halt ein bisschen weniger bei Aldi ein oder die Hälfte und dann wird es auch funktionieren. Das ist doch kein Problem. Ich kann ja noch nicht mal die Hälfte einkaufen, das ist ja genau der Punkt. Ich habe ja da angefangen zu arbeiten, weil ich keinerlei Unterstützung habe. Ja, nee. Also da bin ich ja überhaupt gar nicht aufgelegt, das zu verstehen. Wenn du bis zu 500 Mark am Wochenende schon verdient hast, sagst du. Nein, nicht am Wochenende, im Monat. Im Monat 500 Euro verdient hast, ja. Und das auch nur am Wochenende machst. Was spricht denn dagegen, dass unsere schöne Studentin, unsere brave Studentin in der Woche vielleicht auch mal ein bisschen jobbt irgendwo anders, vielleicht Kellnern geht oder so? Habe ich kein Problem mit. Ja, dann mach es doch. Aber mit dem Geld, darum geht es ja. Ja, aber du kannst dich doch irgendwie über Wasser halten ein paar Wochen, mein Gott. Irgendwie. Oder du suchst dir einen Job, wo du vielleicht auch einen Vorschuss bekommst. Das ist doch absurd, sich darüber zu unterhalten. Also im Prinzip, ich habe es ja jetzt versucht. Ich habe versucht, einen anderen Job zu kriegen und so weiter. Ist ja noch nicht mal das Problem, was mich ja gewundert hat, wo alle so über den Arbeitsmarkt meckern. Ich habe kein Problem bekommen, einen Job als Studentin zu bekommen. Ja. Ja. Aber ich krieg ja nirgendwo einen Vorschuss für den nächsten Monat, den zu überbrücken. Dann leih dir ein paar hundert Euro von irgendeinem Freund. Das geht ja eben nicht. Das ist ja das Problem. Melanie, das ist wirklich absurd, finde ich. Das ist doch nicht das Problem, über das wir uns unterhalten. Ein Hauptproblem beispielsweise fände ich, wie kommst du in diesem Hurenjob als Hure klar? Wie verpackst du das? Wie verdaust du das für dein eigenes Leben? Da habe ich im Prinzip gar nicht so das Problem mit. Das größte Problem ist halt, dass der Chef ziemlich viel Druck ausübt und da ziemlich viel... man sich halt einiges gefallen lassen muss. Das habe ich jetzt verstanden. Es gibt dann ja auch andere Beispiele, dass ein Mädel von einem Gast verprügelt worden ist und dann halt aufhören will für den Abend und dann sagt Chef, ja, pass auf, ich komme sofort, warte, bis ich da bin. Es ist 9 Uhr, ne? Ja. Das Mädel kann sich noch nicht mal hinsetzen, weil der Arsch verprügelt worden ist und sie wartet und Chef taucht um 11:45 auf. Und solche Sachen sind halt, ne? Gut, das heißt für mich ja irgendwie, höre ich das so raus, dass du eigentlich im Prinzip die Faxen dicke hast. Richtig. Ne? Dass du im Prinzip daraus auch willst. Richtig. So, und jetzt haben wir beide uns, ich gucke auf meine Uhr, über acht Minuten unterhalten. Mhm. Das heißt, ich kriege da schon ein Gefühl für jemanden, für mein Gegenüber. Mhm.
Und ich empfinde dich wirklich als eine ausgesprochen selbstbewusste junge Frau. Sonst könnte ich, glaube ich, nicht in diesem Job arbeiten, ohne davon Schaden zu nehmen. Das finde ich auch. So. Und verdammt nochmal, diese selbstbewusste junge Frau muss es doch irgendwie hinkriegen, die paar Wochen zu überbrücken, bis sie dann ihr nächstes Gehalt in einem anderen Job bekommt. Da will ich kein Aber jetzt hören. Das ist doch absurd. Ich habe ja alles durchgespielt. Ja, das glaube ich dir nicht. Dann spiel's nochmal durch. Das müssen doch alle anderen Leute auch irgendwie hinkriegen, die vielleicht nicht so redegewandt sind wie du, die vielleicht nicht so selbstbewusst sind wie du. Und die schaffen es auch. Und schaffst du es tausendmal, Melanie. Was ist denn das für eine Haltung, dieses Ja-Aber immer? Du schaffst das, hundertprozentig. Ich kann dir das doch jetzt nicht auseinanderfusseln, wie du die drei Wochen da über die Runden kriegst. Die kriegst du über die Runden. Das ist eine Frage der inneren Einstellung, der Haltung und der Entscheidung. Wenn du sagst, ich will es jetzt oder will ich es, kriegt man das auch. Und dann trinkst du halt irgendwie billig Kaffee ein paar Wochen oder schraubst wirklich die Bedürfnisse. Das mache ich ja sowieso schon. Das ist ja nicht das Problem. Okay. Als Student schränkt man sich ein und das ist kein Problem. Ja. So. Ich sage ja gar nicht, dass das das Problem ist. Es ist halt einfach nur, dass man sich daran gewöhnt hat, dass man einfach von der Hand in den Mund lebt. Ja. Und ich habe halt überall durchgeguckt. Ich habe meine Freunde gefragt. Meine Freunde wohnen größtenteils noch zu Hause, haben ungefähr 50 Euro im Monat. Ja. Die können mir nicht mal eben. Nein, aber weißt du, es gibt aber auch Jobs, wo du nicht dann erst in 4 Wochen dein Geld bekommst, sondern wo du es auch relativ schnell ausgezahlt bekommst. Weißt du da irgendwas? Nein, ich bin hier keine Berufsberatung. Such es dir, Mensch. So, Melanie, jetzt möchte ich das Gespräch beenden. Ich möchte aber gerne in Kontakt mit dir bleiben. Mhm. Du hast unsere Mailadresse. Habe ich ja. Ja. Bitte mail uns doch mal so in 2-3 Wochen über den Stand der Dinge. Das kann ich gerne. Aber bitte, es ist jetzt kein Spruch, um dich zu verabschieden. Ich möchte es wirklich wissen. Ich möchte es A wissen und B würde ich gerne noch mal mit dir reden, um deine Erfahrungen zu hören. Vielleicht auch so im Hinblick auf andere Leute, die auch irgendeinen Sprung vor sich haben. Mhm. Okay? Alles klar. Wir hören von dir. Mach es. Also ich schreibe auf jeden Fall. Toll, toll, toll. Gut. Tschüss. Tschüss. Sandro, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Sandro. Erstmal schön, dass ich durchgekommen bin. Ja. Mein Problem ist meine Mutter. Mhm. Die hat ein ziemlich großes Drogenproblem und ich weiß gar nicht mehr, was ich da jetzt machen soll. Die Mutter hat ein Drogenproblem, nicht du? Ja, ich nicht. Was hat sie für ein Drogenproblem? Jetzt momentan ist es nur noch beim Kiffen, aber das nur noch ist ja auch, also es war auch schon eine Stufe höher. Koks? Koks, Speed, alles mögliche. Ja. Wie alt ist die Mama? 32. Oh, junge Mutter. Jung. Extrem junge Mutter. Extrem jung. Mann, du bist 19. Ja, ich war auch mehr. 32 und 19? Mhm. Ich war ein Unfall, nicht gewollt. Ja. So hat sie mir das halt erzählt. Nee, Moment, ich bin gerade am Rechnen. 32 und 19? Ja, das hat dein Team da auch schon gesagt. Wie? Extrem jung. Wie ist das denn möglich? Das sind ja. Hat sie dich mit 14 gekriegt? Genau. Ja, mit 14, mit 13. Genau. Mit 13. Ne? Ja, und. Also, meine Mutter kifft halt jeden Tag vor mir, egal wenn ich da bin, immer zu. Und ich bin total am Ende. Ich habe sie schon Haufen mal probiert, davon loszukriegen, sie zu irgendeiner Therapie zu überreden oder Hat so. Sie dich denn da auch mit reingezogen? Ja, was heißt mit reingezogen? Ich habe es mal ausprobiert, also jetzt nicht mit ihr, so im Freundeskreis. Und ja, aber ich finde das. Ich weiß nicht, was sie daran findet. Ich find's scheiße. Also du bist nicht der Kiffer? Nein, absolut nicht. Du bist nicht der Drogenkonsument? Nein. Ist ja oftmals so, dass Kinder genau in die gegenteilige Richtung tendieren als die Eltern. Ja, also so wie ich das von Freunden kenne, ist es eher immer genau andersrum. Mhm. Dass halt die Kinder das Problem haben. Wie lange nimmt sie das schon alles? Also ich kriege es seit 2 Jahren ungefähr mit. Ach, erst? Erst. Ich denke aber, dass es schon länger ist. Also... So weiß ich von meiner Schwester, weil die ist noch ein Jahr älter als ich. Die ist noch ein Jahr älter als du? Ja, 20. Wie soll das denn gehen? Die ist 32, deine Mutter. Ich bin völlig verwirrt. Ja, wie hat die Schwester mit 12 bekommen? Mhm. Hm. Ist wirklich kein Witz. Mhm. Na gut, glauben wir das mal. Ja. Stellst du das dar oder wie stufst du das ein, dass du das erst seit 2 Jahren mitbekommst? Hat sie das vorher verheimlicht? Ja, schätze ich mal. Also vorher habe ich es halt nicht mitbekommen
Und eines Abends bin ich dann halt mal ins Wohnzimmer gegangen. Sie dachte, ich wäre am Schlafen. Mhm. Und dann saß sie da mit ihrer Wasserpfeife und hat sich da halt ihr Zeug weggehauen. Mhm. Ja. So, jetzt stehst du da mit deinen 19 Jahren, hast eine junge Mutter, die ja sehr den Drogen zugetan ist. Ja. Und du redest ihr immer zu ein oder du redest ihr zu, dass sie davon wegkommen soll. Ja, natürlich. Mhm. Weil sie hat dadurch ihre Arbeit verloren. Ich und meine Schwester sind ihr völlig egal. Mhm. Sie sagt, lass mich in Ruhe, das ist meine Sache. Wo seid ihr denn aufgewachsen? Ihr könnt doch nicht, ich halte mich immer noch an dieser jungen, an dieser jungen Frau fest. Wo seid ihr aufgewachsen? Ihre Mutter, also meine Oma, hat uns so gesehen großgezogen. Ach so. Und wir sind dann wieder zu ihr, als wir älter waren. Ach so. Mhm. Ja. Mhm. Sie hatte zwar dann immer noch Kontakt zu uns. Ja. Wohnt ihr denn jetzt immer noch in einem Haus oder einer Wohnung? Meine Schwester nicht mehr, ich ja. Ja, ja. Und ich kriege das halt immer noch alles volles Programm mit. Problem ist natürlich immer, wenn man mit einem süchtigen Menschen zusammen ist, egal was er konsumiert, dass man nicht sehr viel tun kann. Dass man wirklich nicht sehr viel tun kann. Dass das immer von den Menschen ausgemusst ist. Sieht sie sich denn selbst als gefährdet? Nö, also sie meint, das wäre völlig normal. Kiffen wäre ja nicht schlimm. Von den härteren Sachen ist sie angeblich weg. Mhm. Wie viel konsumiert sie denn so am Tag oder in der Woche? Also das ist eine Menge. Also sie macht es auf jeden Fall jeden Tag. Mhm. Das ist ihr Hauptziel, wenn sie morgens aufsteht, dass sie ihr Zeug halt zusammenkriegt irgendwie, egal wie. Ja, Hauptsache, sie kann sich da abends wieder zudröhnen. Ja, das ist schwierig. Das ist genau wie beim Alkoholiker. Wenn derjenige derjenige das nicht selbst einsieht, was da mit ihm los ist, redest du gegen Betonwände. Ja. Du redest gegen Betonwände. Aber ich sag mal, es ist halt immer noch meine Mutter und... Ja. Aber du kannst sie nicht an den Haaren in der Drogenberatung schleifen. Ja, das ist klar. Und sie ist eine erwachsene Frau. Und solange sie sagt, nee, ich bin nicht gefährdet, für mich ist es okay und mein Leben gefällt mir so, kannst du nichts machen. Du kannst immer wieder mal vielleicht darauf hinweisen, hast du schon gemacht und irgendwann muss man loslassen, bis die Leute selbst unter Umständen so in der Gosse liegen, dass sie selbst kapieren, ich muss irgendwas mit mir unternehmen. Ja, aber ich kann doch meine Mutter nicht, weiß ich nicht, sich bis in die Gosse abrutschen lassen, doch, bis sie vielleicht mal irgendwann irgendwo unter der Brücke liegt oder... Ja. Aber du kannst... Kaum geht oder so. Ja, aber was willst du machen, außer es thematisieren? Du kannst dann sie wirklich nicht mit Zwang irgendwo hinbringen oder verbringen lassen. Das kannst du ja nicht. Ja. Das, einfach so zuschauen. Ja, das ist das Schlimme. Das ist das ganz Schlimme, wenn man, egal welcher Droge, welche Abhängigkeit die Leute stehen, dass man als Angehöriger so wenig machen kann und sich dann schuldig fühlt, völlig klar. Ja, genau das ist es nämlich. Ich mache mir nämlich die Vorwürfe, dass ich halt da nichts mache oder so, aber ich weiß ja halt auch nicht, was ich machen soll, wie ich da mich überhaupt noch verhalten soll. Also es gibt bei Alkoholikern gibt es in Deutschland zahlreiche Selbsthilfegruppen von Angehörigen, wo Angehörige sich zusammensetzen und die sagen, hier, meine Mutter, mein Partner oder mein Ehemann ist Alkoholiker, ich komme damit nicht klar, die genau so sprechen, wie du gerade gesprochen hast. Die sagen, ich muss da irgendwas tun, ich weiß nicht, was ich machen kann. Ich weiß nicht, ob es das jetzt für diesen speziellen Fall, den du gerade geschildert hast, auch gibt. Deshalb würde ich gerne vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin sprichst, die wird das wissen. Und dir vielleicht, wenn es so etwas gibt, wäre es nicht schlecht, dir die entsprechende Adresse vermittelt. Ja, gerne. Sollen wir es so machen, Sandro? Sehr gerne. Alles Gute. Okay, Domian. Tschüss. Mach weiter so, deine Sendung ist super. Dankeschön. Ja. Tschüss. Und jetzt haben wir den Dirk hier. Und Dirk ist 48. Hallo, Dirk. Ja, hallo. Grüß dich. Hier ist Dirk aus Hamburg. Aus Hamburg. Es geht nochmal um diese Melanie, die da gerade eben angerufen hat. Ja, die das Geld nicht so schnell verdienen konnte. Richtig, so. So, das ist ein ganz einfacher Tipp. Ich betreibe auch hier Clubs und Apartments in Hamburg. Ja. Und die soll mal so 10 Tage arbeiten. Ja. Und sie verdient ja immer so 100, 150 Euro am Tag. Ja. Dann hat sie 1.500 Euro, die soll sich zurücklegen. Ja. Meinetwegen 500 Euro kann sie verbrauchen, hat sie 1.000 Euro, die sie zur freien Verfügung hat. Und schon funktioniert das. 3 Monate überbrücken. Ja, so ist es doch. Es ist doch absurd, das Gespräch vorhin gewesen, ne? Ja, das ist total absurd. Also, ich meine, du bist jetzt aus der Branche und sagst schon, hier, so könnten wir es regeln. Ja. Es gibt auch 1.000 andere Möglichkeiten, das irgendwie zu regeln. Ja, logisch, ne? Klar. Ja,
Man muss na klar auch, man muss auch klar verstehen, sie hat ja wahrscheinlich ein bisschen Angst aufzuhören, weil sie dann sagt, ja, vielleicht das andere Geld, das sie vielleicht bei McDonald's oder so, oh, Entschuldigung, oder woanders verdient, dass das nicht reicht. Ne? Ja, ja, ja. Ja, das ist ein guter Hinweis, finde ich natürlich passend und genau richtig in meinem Sinne, was ich vorhin gesagt habe. Aber wo ich dich schon gerade dran habe und du aus Hamburg anrufst und du sagst, du hast einen Club, du bist Clubbetreiber. Ja. Ja. Du würdest nicht sagen, dass du Zuhälter bist. Nein. Nein. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Clubbetreiber und einem Zuhälter? Zuhälter ist, ja, wie soll ich das sagen, der hält ja diese Frauen zu. Der hält die Frauen zu ab. Wie Sklavinnen, böse gesagt. So, wie genau so. Ein Clubbetreiber, da ist das ganz einfach. Da werden die Frauen eingestellt auf Lohnsteuerkarte. Ach so, ganz normal alles. Ganz normal, wie ein normales Arbeitsverhältnis. Es wird ein Lohn vereinbart. Ja. Und das kann auch versteuert werden. Das braucht noch nicht versteuert werden. Ja. Wie viele Mädels arbeiten bei dir? Nur 6 bis 8. Ja. Und das ist ist da auch eine Bar mit angeschlossen, eine öffentliche Bar, wo man so reingehen kann, oder ist es ein reines? Nee, ist auch mit Bar angeschlossen. Ist mit Bar angeschlossen und die kriegen auch Provision, wenn sie ein bisschen Sekt trinken oder Piccolo und so. Ja. Das ist alles, wird alles vorher geregelt. Ja. Wie alt sind die Mädels bei dir so im Durchschnitt? Von 18 bis 25. Ja. Melden die sich oder wie kriegst du die? Bitte? Wie kommst du an die ran? Annoncierst du oder spricht sich das irgendwie rum? Also die hat eine Freundin und die hat eine Freundin. Also Mundpropaganda. Die hat auch noch eine Freundin und die will da schnelle Geld verdienen. Ja. Und die will da schnelle Geld verdienen und die verdienen auch also alle gut. Sag mal Dirk, funken dir denn, ich meine, das ist ja ein durchaus akzeptables Modell, was du da betreibst. Ja. Funken dir da so diese klassischen, vielleicht auch so Halbwelt-Bosse rein, dass die sagen, hier, du kannst mit den Mädels das nicht so machen, wir wollen die Mädels so als klassische Zuhälter haben. Gibt's da Randale schon mal? Nein, das ist... Hallo? Da bin ich ein Einzelgänger, ich betreibe alles alleine. Ja. Und lass mich mit den Zuhältern und so gar nicht erst ein. Und die lassen sich auch in Ruhe? Und die lassen mich auch in Ruhe dann. Ja. Ne? Wie lange machst du das schon so? Oh, schon 10 Jahre. 10 Jahre und läuft wunderbar. Und läuft wunderbar und hab noch nie Probleme gehabt und so. Weil man sich eigentlich mit diesen Leuten, mit diesen gewissen Zuhältern oder, ne? Ja. Mit denen sollte man sich gar nicht einlassen. Ja. Und, ne? Naja, wenn die dich auch in Ruhe lassen, dann ist es ja in Ordnung. Ich würde dich gerne noch fragen, wenn du schon so eine ganze Weile in diesem Geschäft bist, wirst du schon auch vielleicht manch ein Frauenschicksal so mitbekommen haben. Ja. Achtest du denn auch darauf oder machst du die Mädels darauf aufmerksam, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen was zurücklegen oder dass sie auch an später denken sollen, dass es eben... Ja, immer. Und fällt das auf fruchtbaren Boden oder verprassen die es ja doch gerne? Ganz selten. Ja. Es ist, man in Anführungsstrichen ist das so schmutziges Geld und schmutziges Geld geht ganz schnell wieder weg. Ne? Guck mal, wenn die das 500 Euro, 600 Euro am Tag verdienen, die sind innerhalb von einer Woche sind schon wieder verbraucht. Ja, ja. Hast du mit Drogenproblemen auch zu tun in deinem Haus? Nein, gar nicht. Also das kommt bei uns auch nicht vor. Ist das für dich ein Gebot, alles ohne Koks und was es sonst so genau, gibt? Genau, genau. Mhm. Wenn ich sowas merke, auch wenn Gäste eventuell da kommen und so, die fliegen sofort raus. Ja. Ne? Gut, das ist der Dirk, Clubbetreiber aus Hamburg, mit dem sehr richtigen Hinweis an die Melanie. Ich habe Melanie zugehört. Genau, dass man das eben eigentlich sehr leicht alles regeln könnte. Jo, ja. Bis dann, ne? Dankeschön, Dirk. Tschüss. Jo, tschüss. Die Jennifer ist 16 Jahre alt und jetzt hier bei mir. Hallo, Jennifer. Ich bin erstmal ganz froh, dass ich durchgekommen bin. Ja, und hoffentlich nicht aufgeregt. Ein bisschen. Aber weißt du, was du machen musst? Du musst bitte den Fernseher und das Radio leise. Ja, mache ich sofort. Ganz leise schalten. Hm? Es geht Jennifer. Aufgemacht. Das ist gut. So. Okay. Um was geht's denn? Also mein Thema ist, dass ich vor einem Jahr einen Freund hatte, mit dem ich halt 10 Monate zusammen war. Mhm. Und der hat mich nach dem 8. Monat, hat er mich halt vergewaltigt, 2 Monate lang. 2 Monate lang? Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe ihm halt gesagt, dass halt die Beziehung keinen Sinn mehr hat, dass ich jemand anderen liebe. Und habe halt den Namen erwähnt und dann hat er mich daraufhin gefragt, wen liebst du? Ich habe es immer wieder gesagt und dann hat er darauf immer wieder 10 bis 12 Mal drauf losgeschlagen. Auf dich? Ja. Mhm. Sehr schlimm geschlagen?
Das war noch nicht so schlimm. Er hat mir halt einfach nur mit einer flachen Hand immer wieder ins Gesicht geschlagen. Das war, ich muss ehrlich sagen, es war nicht so schlimm, was darauf folgte. Mhm. Ich hatte halt einfach Angst und habe gedacht, ich muss mir das nicht bieten lassen. Ich muss einfach weg hier. Ich muss raus. Und in dem Moment packte er mich fest, hat mich halt an sein Bett gefesselt und hat mich vergewaltigt. Und dieses ging 2 Monate? Ja. Er hat mich halt dann vergewaltigt und mich dann die Nacht halt an den Fesseln gelassen, hat dann sich umgedreht und selig ruhig geschlafen, währenddessen ich halt die Nacht an den Fesseln lag. Das war das erste Mal? Das war das erste Mal. Das war dann ja schon wahrscheinlich die Hölle für dich? Das war die einsame Hölle, also diese Nacht war länger als alles andere. So. Das war schlimm. Wieso bist du dann nochmal zu dem hingegangen? Das fragt mich, das habe ich eben meiner Mutter erzählt, sie hat mich das Gleiche gefragt, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten. Wie viel Mal bist du dann da noch hingegangen? Diese ganzen 2 Monate lang müsste eigentlich fast jeden Tag gewesen sein. Fast jeden Tag. Und fast jeden Tag ist so eine Prozedur passiert? Ja, außer er war bei mir, weil er, ich denke, schon Respekt vor meiner Mutter hatte, weil ich ihm gesagt habe, dass meine Mutter... Wie alt ist er denn? Er ist jetzt 19. Also zu der Zeit war er noch... Also auch, nee, er war schon 19. Dann warst du 2 Monate jeden Tag bei dem Typ? Ja. Der hat dich geschlagen? Jedes Mal? Ja, der hat dich aber... Der hat dich ans Bett gefesselt, ja, jedes Mal? Er hat mich halt einfach, also nachdem er mich immer ins Gesicht geschlagen hat, also er hat mich, also man konnte mir im Gesicht nicht ansehen, dass ich geschlagen worden bin. Er hat mir nachhinein, wo es halt eigentlich so gut wie halt eingewöhnt war, hat er mir halt in den Bauch geboxt und getreten. Also es gab, man kann sagen, es gab jedes Mal, wenn du da warst, eine Gewalttätigkeit mit der Hand, irgend sowas. Dann hat er dich festgebunden. Und hatte ich jedes Mal vergewaltigt. Hm. 2 Monate. Ja. Wie kam es denn dann, dass dann Schluss war? Ich hab es ihm halt irgendwie auch schon öfters versucht zu erklären und es hat halt nie geklappt. Es kam ja immer wieder das Gleiche. Wie erklären? Ich wollte mit ihm Schluss machen und es ging ja nicht, weil er immer wieder das Gleiche mit mir gemacht hat. Und dann habe ich mir halt irgendwann den Telefonhörer genommen. Und hat versucht, telefonisch Schluss zu machen, weil es ja anders nicht mehr ging. Und dann hat er halt angefangen zu heulen und alles. Und dann habe ich halt gedacht, komm, so wie er dir wehgetan hat, musst du jetzt halt durchgreifen, du musst jetzt mit ihm fertig werden. Ja, und auf einmal war die ganze Sache abgeblasen, er hat alles vergessen und 2 Häuser neben mir hat er jetzt eine andere Freundin. Ach so, dann hat er dann auch aufgehört. Ja. Du bist aber auch nicht mehr hingefahren. Nein. Ich war eigentlich froh, dass es vorbei war und ich habe auch dann auch niemandem davon erzählt. Die ganze Sache war vor einem Jahr. Es ist also, ne? Ja, es war im Dezember. Es ist also jetzt ungefähr ein Jahr vergangen. Ja. Du hast gerade gesagt, deiner Mutter hast es jetzt aber erzählt. Ja, heute. Heute erst? Ja, das fing damit an, dass ich heute nach der Schule mit dem Zug nach Hause gefahren bin und circa 7 bis 8 Türken, also ich bin nicht ausländerfeindlich, das möchte ich gerne dazu sagen, in den Abteil kamen und mir den... Also diese Schiebetür gegen den Rücken geknallt haben und ich einfach nur gefragt, was soll das denn? Es hat mir wehgetan und in dem Moment haben die halt gesagt, ja, von wegen Schlampe und alles, haben mich beschimpft und fing halt dann auch an, wie mein Ex-Freund, mir in den Bauch zu boxen. Und in dem Moment habe ich die Augen zugemacht, an das gedacht, was vor einem Jahr passiert ist und habe drauf losgeschlagen. Und ja. Bist du einigermaßen gut aus der Situation rausgekommen? Ja, ich muss sagen, ich habe Glück gehabt. Ja, Gott sei Dank. Und ja. Dadurch ist das alles hochgekommen und du hast es deiner Mutter erzählt. Ja, ich habe es heute meiner Mutter erzählt. Hör mal, die Geschichte ist ein Jahr liegt zurück. Du bist jetzt 16 Jahre. Und du warst wiederum 10 Monate mit dem zusammen. Ja. Das heißt, du warst ja ganz jung, 14 erst, ne? Nee, 15. Was hat deine Mutter denn gesagt, als sie das erfahren hat heute? Die kennt den ja, ne? Ja klar, sie kennt ihn. Ja, sie kennt ihn. Sie hat eigentlich auch nicht so super guten Kontakt zu ihm gehabt. Sie hat ihn, glaube ich, auch nicht so ganz gemocht. Aber sie hätte eigentlich, glaube ich, nicht gedacht, dass sie sowas mit mir getan hat. Also sie war ziemlich verblüfft und hat auch die Frage gestellt, warum ich dann immer wieder zu ihm gegangen bin, warum ich nicht ihn angezeigt habe. Und meine Antwort daraufhin ist einfach, ich habe Angst, dass wenn ich es gemacht hätte, wenn ich gegen ihn angegangen wäre, dass es so gekommen wäre, dass er am Ende vielleicht doch das Glück hat, zu gewinnen bei diesem Prozess oder so. Nochmal eins nach dem anderen. Hat deine Mutter denn, meine Frage war gewesen, was deine Mutter jetzt gesagt hat, was jetzt zu tun ist? Oder ist sie auch noch ganz konfus? Sie ist total, also sie kann momentan, also ich glaube, es dauert jetzt noch eine Nacht, bis sie mit mir nochmal darüber reden. Jennifer, jetzt frage ich aber auch nochmal,
die Frage, warum du da immer wieder hingegangen bist. Hattest du auch Angst, dass wenn du nicht hingehst, dass er dich vielleicht irgendwo abfängt und dir was antut? Ja. Ich habe Halluzinationen gekriegt. Ich habe einen Hund und mit dem bin ich auch abends raus. Und da habe ich ihn halt auch irgendwie immer gesehen und alles. Und dann habe ich halt immer gedacht, ey, das ist Einbildung, reg dich ab, du schaffst das. Und dann bin ich halt die andere Richtung und dann kam er halt wirklich mit dem Auto angefahren. Ja. Und da habe ich halt wirklich Angst gekriegt und dann hat mich halt auch wieder, ja, komm zurück und ich tue dir sowas nie wieder an. Und jetzt wohnt er in der Nachbarschaft quasi. Ja. Und hat eine neue Freundin. Ja. Und ihr begegnet euch auch. Mhm. Und dir geht wahrscheinlich immer ein Schuss durchs Herz, ne, wenn du den siehst. Durchs Herz nicht. Irgendwie ist das eher so ein Ding, was durch den Kopf geht. Was, also dieses, dass ich ihm irgendwie schon was zurückgeben will, was er mir angetan hat. Mhm. Aber ich kann es nicht, weil diese Angst immer noch da ist, dass er mir irgendwann nochmal wehtut. Ja. Also Jennifer, ich sag dir erstmal so meine Meinung. Mhm. Meine Meinung ist, dass man dieses Schwein wirklich anzeigen muss. Mhm. Und dass der wirklich eine deftige Strafe bekommen muss. Aber wirklich vom Härtesten, was überhaupt möglich ist in unserem, Rechtssystem, wenn jemand sowas mit einem Mädchen macht. Das andere nehme ich nehme aber sehr ernst, dass du sagst, ich habe Angst. Ich habe immer Angst, dass er mir vielleicht doch noch was antut. Vielleicht, wer weiß, wenn das einen Prozess gibt, wie er denn dasteht, vielleicht kann ich ihm das gar nicht beweisen, der sagt dann, es war nicht so und so weiter. Das finde ich auch, muss man sehr ernst nehmen. Deswegen solltest du dich erstmal so um, du und deine Mama jetzt, lebt der Papa auch mit in der Familie? Nein, deswegen habe ich auch schon mal bei dir angerufen, also mein Vater lebt nicht bei uns. Naja, dass ihr gemeinsam, deine Mutter und du, darüber nachdenkt, wie du mit dieser Angst umgehst. Und ich finde, dass nach dem, was da passiert ist und du auch noch diese Angst in dir hast und diese diffusen Rachegefühle, irgendwo sind die auch da, ne? Ja, schon ein bisschen. Dass du unbedingt zu einer Beratungsstelle gehen musst, entweder alleine oder mit deiner Mutter. Mhm. Eine Beratungsstelle, die sich genau mit solchen Dingen beschäftigt, wo es um Missbrauch und Vergewaltigung geht. Ja. Und dass du dann, wenn du dort einige Male warst, gemeinsam mit der dich betreuenden Person, das weiter und eingehend berätst. Sollen wir Anzeige erstatten? Wie geht das? Welche Risiken? Welchen Beistand hast du? Und so weiter. Ja. Ich würde jetzt an erster Stelle nicht die Frage mir so in den Kopf einbringen, soll ich den anzeigen? Die allererste Sache ist jetzt erstmal, dass du mit dir gut zurande kommst und dass du dich beraten lässt. Ja, ich habe aber auch irgendwie Angst, dass er vielleicht meiner Nachbarin, also mit der er jetzt zusammen ist, dass er eher vielleicht auch irgendwie was antut oder so. Ja, deswegen, ja, das ist natürlich auch eine berechtigte Angst. Deswegen auch meine Meinung gerade am Anfang, der muss zur Rechenschaft gezogen werden. Ja. Der muss ordentlich einen vom Bug kriegen, damit der kapiert, was er da gemacht hat und dass das nie wieder macht. Hm. War denn die Reaktion deiner Mutter schon auch so, anzeigen, wir müssen irgendwas unternehmen? Ja, also sie hat schon gesagt, das hättest du mir früher sagen sollen, weil sie war schon ziemlich fertig, wo ich ihr gesagt habe. Aber ich habe immer wieder gesagt, Mama, ich will nicht, dass du was machst, weil ich habe Angst. Ja, da würde ich dich auch nochmal bitten, an deine Mutter das weiterzugeben, dass eine Anzeige erst erstattet werden soll, wenn du das wirklich möchtest. Ja. Und wenn du auch stabiler, du das Gefühl hast, du bist stabil genug dafür. Mhm. So, und jetzt in Sachen Beratungsstelle würde ich gerne, dass du mit meiner Psychologin sprichst, mit der Elke. Mhm. Die wird auch generell noch ein paar Worte mit dir reden und dir auch die richtige Anlaufstelle in deine Umgebung nennen. Mhm. Und von da aus kann dann alles weitere organisiert werden. Ja. Machen wir es so? Ja, okay. Wünsche ich dir alles Gute von Herzen. Dankeschön, du legst auf und die Elke ruft dich gleich an. Alles klar, danke schön. Auf Wiederhören. Okay, Wiederhören. So, ihr Lieben, das war's für heute. Am Montag in der Technik, Uwe Petersen. Morgen ist Dienstag. Und da sind wir natürlich wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen. Mailen natürlich immer. domian@wdr.de. Morgen auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich freue mich drauf, bin gespannt und wünsche euch jetzt erstmal eine gute und schöne Nacht. Und sage Tschüss, bis morgen.